Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich wurde getaggt zum Alltagstag und zwar von der lieben Nadel vom Kanal Nadels Bunte Welt. Hallo liebe Nadine, ich grüße dich hiermit damit und vielen Dank fürs Taggen. Ich mache natürlich sehr gerne mit und nennt sich mein Alltagstag. So, dann fangen wir auch gleich mal an mit der ersten Frage. Das sind 15 Fragen und mit der ersten Frage fangen wir jetzt mal an. Was ist dein Lieblingsessen aus deinem Heimatland oder Stadt? Oh, da gibt es mehr, weil es gibt nicht viel, wo ich nicht mag. Es fragt mich, was ich nicht mag, dann kann ich ein, zwei, drei Sachen sagen, aber was ist mein Lieblingsessen ist? Na, auf jeden Fall aus meiner Heimatstadt. Ich komme aus Franken, Nürnberg. Ich wohne in Fürth derzeit, das ist die Nachbarstadt von Nürnberg. Ja, da gibt es bei uns halt gerne Schweinebraten, Schäufele, Kloß, so Krustenbraten, schöne, knusprige Schwarte und so weiter. Das ist ja, Sauerbraten ist auch mein Lieblingsessen. Also ich habe viele Schnitzel, esse ich sehr gern. Ja, Budehähnchen, alles, Geflügel, Fisch. Wie gesagt, aber ja, so Schweineschäufele mit Kloß, Salat, herrlich. Das ist auch so eins meiner Lieblingsgerichte. Zweitens, Autofahren oder öffentliche Verkehrsmittel. Ich selber habe kein Auto, aber mein Mann halt und er fährt. Und ja, wenn wir einkaufen fahren, ist natürlich das Auto ja schon für uns eine gute Begleiter, sagen wir mal, wenn wir einkaufen fahren, weil wir tun uns halt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln auch schwer, überhaupt wenn man schwer zum Schleppen hat und um viel Sachen kaufen muss. Von daher haben wir schon das Auto, nur wenn ich alleine unterwegs bin mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Drittens, bist du eher der Wochenend-Couch-Typ oder der Weggeh-Typ? Ja. Früher, muss ich dazu sagen, bin ich sehr gerne Wochenende weggegangen. Aber da war ich auch noch gesund. Und jetzt, wo ich krank bin, Rentnerin bin, bin ich eher ersteres, der Wochenend-Couch-Typ. Also, ja, schöne Fernsehserie gucken und ja, was Gutes zum Essen machen und dann sich hinfläzen. Und ja, eher der bequemere Typ jetzt geworden. Viertens, wenn du 1000 Euro zur Verfügung hättest und dich zwischen einer Woche Luxusurlaub und Kosmetik kaufen entscheiden müsstest, worauf fällt deine Wahl? Also, ich liebe Kosmetik, ich liebe alles, aber ich habe schon so viel Kosmetik und jetzt, wenn ich mir so für 1000 Euro Kosmetik kaufen, das wäre mir schon zu viel Geld, also würde ich mich entscheiden für Luxusurlaub eine Woche. Sagen wir mal, wenn ich 100 Euro ausgeben würde davon, das sagt, ich darf mir was abzweigen, dann würde ich mir sehr gern vielleicht auch mal ein bisschen, aber es muss nicht für 1000 Euro Kosmetik sein. Also so, nee, dann gönne ich mir lieber eine Woche Luxusurlaub und da hat man mehr davon dann. Fünfte Frage. Würdest du eher ohne Foundation oder ohne Mascara rausgehen? Ja, ohne Foundation, weil Foundation trage ich ja nicht jeden Tag. Also ich nehme auch gerne mal BB-Creme. Aber Mascara muss sein, das umrahmt einfach das Auge und ja, sieht besser aus, finde ich, mit Mascara. Es gibt den ganzen an Rahmen halt und ja. Sechstens. Wenn du deine komplette Schminksammlung aufgeben müsstest und nur zwei Dinge überleben können, welche wären das dann? Oh, meine komplette Schminksammlung. Ach du meine Güte, das wäre, würde ich weinen, würde ich da. Mein Gott, nee, ich liebe alles, aber welche zwei Dinge? Ja, dann würde ich eher an Lippenstift
Weil das ist so, ja, Lippenstift muss, ist irgendwie ein Muss. Und ja, für die Augen fällt jetzt schwer. Mascara oder Kajal? Aber dann eher Mascara. Es dürfen ja nur zwei Produkte sein, da ich schon einen Lippenstift habe und für die Augen dann Mascara. Dann sieht es doch ein bisschen besser aus. Also, ja. Ja. Siebtens, kaufst du lieber High-End und oder Kosmetik oder Drogerieprodukte? Ja, ich selber kaufe lieber Drogerieprodukte, die kann man sich eher leisten, weil High-End ist mir doch ein bisschen zu teuer, weil als Rentnerin hat man doch nicht so viel Rente und es gibt also im Drogeriebereich auch sehr schöne Sachen. Also von daher gerne. Also kaufe ich, wenn ich kaufen du im Drogerie. Trägst du deine Haare lieber offen oder einen Zopf? Na, heute habe ich einen Pferdeschwanz. Heute habe ich den Bobbel drin. Ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Weiß ich nicht. Könnt ihr das sehen? Nur ich weiß ich nicht, ob ihr das sehen könnt. Also jetzt, wo es so warm ist, dann trage ich es lieber zum Zopf, Pferdeschwanz, hochgesteckt, was immer. Das, weil man schwitzt halt sehr am Kopf, überhaupt ich. Und dann sind die Haare recht so vergraust, dann kommen die Locken durch, wenn es feucht wird. Und der Nacken ist doch ein bisschen freier und ja, man ist doch ein bisschen freier jetzt im Sommer, also wo die Wärme doch ziemlich gekommen ist jetzt und ziemlich schwül auch war und das dann uns gar nicht so gut tut, das schwüle Wetter, weil, weiß auch nicht, das ist ja nicht ganz so prickelnd. Neuntens, wenn du Sport machst, schminkst du dich dann oder kannst du darauf verzichten? Also, da ich keinen Sport mache, aber früher ich durchaus Sport gemacht habe, auch Fitnessstudio gegangen und so weiter, ganz früher, das ist schon ein paar Tage her, da habe ich mich eher nicht geschminkt. Nee, weil zum Sport ist Blödsinn, man schwitzt beim Sport und das ist Quatsch. Das. Viele können sich schminken oder schminken sich, aber ich habe das nicht gebraucht. Auch nach dem Sport, man duscht sich danach und ja, das verläuft ja alles. Also warum dann großmächtig Schminke drauf? Von daher, nee, eher ohne. Zehntens, bist du, was dein Zimmer, Wohnung angeht, eher ordentlich oder darf es auch mal chaotisch sein? Ja, also so, ich bin kein Messi, um Gottes Willen. Es darf, sagen wir mal, naja, chaotisch. Chaotisch in dem Sinn auch nicht. Sagen wir mal, das geordnete Chaos. Und ja, dass halt alles an Ort und Stelle ist und dass man das, ja, dass man schon sein Zeug wegräumt und dass der Tisch frei ist und ja. Aber ich bin jetzt kein Putzfimmel und dass ich dann, aber so im Großen und Ganzen hält man dann schon immer zusammen, dass alles aufgeräumt ist, alles weg, alles sauber ist und ja. Wenn man halt was braucht, das steht dann schon mal da, also ja. Aber ansonsten, ja, Mittelding. 11. Bist du eher der Online-Shopping-Typ oder der Ladenbummler? Ich bin eher der Ladenbummler. Obwohl ich ja auch schon einen Online-Shop gekauft habe, wenn ich Produkte, sagen wir mal, im Laden nicht bekomme oder schlecht rankomme, dann habe ich schon auch online bestellt. Aber ansonsten, ich sehe mir die Sachen an vor Ort, was gibt es da? Vielleicht mache ich Swatches und so weiter. Also ich gehe eher im Laden und schau. Aber was Kleidung anbelangt, sowieso.
Das muss ich anprobieren, weil wenn ich im Online-Shop Kleidung bestelle, ich habe so blöde Größe jetzt, ich habe so Zwischending, da wo die eine Größe zu klein ist, die andere zu groß, die nächstgrößere. Also ich brauche so Mittelzwischengrößen und das ist irgendwie blöd im Online-Shop. Dann muss ich lieber im Laden und das dann anprobieren, ob das auch passt, weil wenn ich es bestelle, kann ich es wieder zurückschicken, weil es da nicht passt, weil ich mich dann verschätze mit der Größe oder so. Auf alle Fälle, nee, schon eher im Laden. 12. Würdest du deine Schminke an Freundinnen verleihen? Ja, warum nicht? Wenn es eine gute Freundin ist, also die, wo ich kenne, die schminken sich alle nicht so, aber wenn eine Freundin dabei wäre, eine sehr gute Freundin, die sagt, ja, kannst du mir mal das leihen, Lidschatten, Mascara oder so, würde ich schon, ja, warum nicht? Hätte ich kein Problem damit. 13. Auf was könntest du eine Woche lang eher verzichten? Schminke oder Süßigkeiten? Da muss ich jetzt dazu sagen, Süßigkeiten, weil ich habe jetzt eine Woche auch, weil ich ja abnehmen will, weil ich ja so dermaßen zugelegt habe, um die Hüfte, um den Bauch und um den Hintern rum so zugelegt habe, dass ich jetzt schon mal ab und zu, also jetzt habe ich ja Wochen komplett verzichtet auf Süßigkeiten, aber das ändert sich schon wieder. Aber ich muss sagen, ja, 2 Kilo habe ich bisher verloren. Es geht halt langsam, geht nicht so schnell mehr in unserem Alter, aber ja, ein bisschen solche Figur schon ein wenig Form noch bekommen. Nicht, dass man ganz aus der Form gerät, das ist auch nichts. Ja, also dann eher auf Süßigkeiten, obwohl ich Süßigkeiten liebe. Ja. 14. Stehst du auf Karaoke oder ist dir so etwas von anderen Leuten eher unangenehm? Ja, ich finde es lustig. Karaoke finde ich schön und lustig und ja, ich kann zwar nicht singen, aber was heißt unangenehm? Das ist ja Spaß, Gaudi und wenn man da irgendwo wäre, da wäre Karaoke und es würde mich jemand sagen, komm, mach mit, oder dann würde ich halt mitträllern, auch wenn ich es nicht kann. Ne? Aber ja, aus Fun halt, Spaß an der Freude und nur Gaudi halber, aber sonst, ja, ich finde es lustig, warum nicht? Also, ja. 15. Und da haben wir schon die letzte Frage, dann habt ihr es geschafft, und ich auch. Bist du ein Familienmensch oder eher ein Einzelgänger? Sowohl als auch. Also ich bin gern mit der Familie zusammen, bin ein absoluter Familienmensch. Und ich bin aber auch, gibt es Zeiten, wo ich ganz gern auch mal alleine bin. Also da, ja, hält sich so die Waage. Man braucht einmal Ruhe, abschalten, zurückziehen. Das braucht, glaube ich, aber jeder Mensch. Also ja. Aber ja, sowohl als auch, würde ich sagen. So, ihr Lieben, das war der Tag. Und ja, taggen, wen soll ich taggen? Ich weiß gar nicht. Ich tagge einfach mal alle, die Lust und Laune haben, diesen Tag mitzumachen. Der sei von mir herzlich getaggt und ich freue mich, wenn ihr mitmachen würdet. Und ja, somit wünsche ich euch allen morgen einen schönen Vatertag. Bleibt's nicht zu bunt und überhaupt die Väter unter euch, ja. Mein Sohn ist jetzt auch, feiert morgen zum ersten Mal seinen Vatertag. Aber leider muss er arbeiten. Wird nichts mit Vatertag feiern. Armer Kerl. Habe ich schon gesagt, du Armer, hast du Vatertag morgen mal und musst arbeiten. Naja, so ist es halt im Leben. Arbeit geht vor. Okay. So, wie gesagt, das war's und ich drücke euch alle ganz, ganz lieb und grüße euch ganz lieb und bleibt mir gesund. Bis denn, tschüssi.